Ich bin Simon Niklu. Ich arbeite an der Forschung im Bereich Biomedizin am Luxemburg Institute of Health, speziell auf Gehirnkrebs. Ich bin immens gerne in der Natur. Das ist eine ganz wichtige Source von Energie für mich zu entspannen und aufzuschalten. Und eigentlich ist die Natur auch Stunde am Anfang von meiner Karriere, weil ich war von kleinem Mund ganz fasziniert von vom Leben, wie das Leben funktioniert, dann zusammengesetzt ist. Und das hat mich eigentlich zum Studium von der Biologie geführt, also das Studium vom Leben. Heute beschäftige ich mich an meiner Forschung mit Krebs, und zwar speziell mit Gehirnkrebs, weil das ein ganz größtenteils ein ganz bösartiger Krebs ist, den nicht zu behandeln ist und wo ich noch die Ursachen nicht kennt. Vor allem zum Beispiel Glioblastom, das ist der häufigste Gehirnkrebs. Da hat der Patient eine Überlebenschance von ungefähr einem Jahr. Und da gibt es nicht viele Therapiemöglichkeiten. Der Ziel von unserer Forschung ist, für neue Therapien, neue Medikamente zu entwickeln und auch zu verstehen, wo der Krebs herkommt. Krebs sind Zellen, die unkontrolliert wachsen, also wuchern. Und das könnte durch Mutationen an unserem Impfmaterial, das Impfmaterial, das ist das DNA, und wir untersuchen die Mutationen am Patientenmaterial, das wir kriegen aus dem CHL, das rausgeholt bei den Operationen. Und dann zum Beispiel können wir das sequenzieren, das heißt, wir gucken alle Buchstaben vom Impfmaterial an. Und dann sehe ich dann auch die Konsequenzen von so Mutationen an der Zelle. Ein konkretes Beispiel von unserer Forschung ist zum Beispiel eine Mutation, die den Metabolismus von den Tumorzellen verändert. Das ist eine Mutation, die für ein paar Jahre am Gehirnkrebs spezifisch vorgegeben ist und die Reaktionen auslädt, die dann zu neuen Veränderungen führen. Und wir gucken eben genau, wie der Metabolismus verändert und wie kann den Dänerum zurückdrehen, für daraus eine neue Behandlungsmethode zu entwickeln. Heutzutage arbeite ich selber nicht mehr am Labor. Ich bin verantwortlich für eine große Forschungsequipe. Das heißt, meine Rolle ist mehr die von einem Dirigent, der ein Orchester lädt. Ich muss gucken, dass wir alle gut zusammen, um nämlich ein Ziel zu schaffen und weiterkommen. Daneben besteht mein Arbeit auch daraus, für große Projekte zu leiten und zu koordinieren, für die richtige Leute zusammenzubringen, für Projekte zu realisieren. Und natürlich muss ich gucken, dass wir genug Suchen rankriegen, für unsere Recherche können zu finanzieren. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, dass wir als Arbeit national und international bekannt zu machen. Dafür reisen ich auch viel auf internationalen Kongressen, für als Arbeit vorzustellen. Beim Beruf des Forschers gehört natürlich auch eine große Kompetition dazu. Das muss immer am neuesten Stand sein und auf ganz globalen Niveau probieren, die Nächsten zu sehen. Und muss eine gewisse Frustrationstoleranz haben, weil am Labor geht natürlich oft etwas schief und dann muss man die Experimente wiederholen und neu aufhängen. Früher habe ich immer gedacht, die größte Anerkennung für den Forscher ist natürlich der Nobelpreis. Mir hat denke ich eine ganz große Satisfaktion, als wenn ich wirklich kann Behandlungsmethoden verbessern und die Lebenserwartung von Patienten kann verlängern. Und das ist eigentlich auch das Hauptziel von unserer Arbeit.